Sebastian Puffpaff, der am 15. September 1976 in Troisdorf das Licht der Welt erblickte, ist nicht nur Humorfacharbeiter, sondern auch Moderator und Entertainer. Eigentlich hätte Malte Sebastian Puffpaff, so der vollständige Name des spitzzüngigen Satirikers, Jurist werden wollen. Doch die Rechtswissenschaft wollte dem im Sternzeichen Jungfrau Geborenen als Lebensinhalt ebenso wenig zusagen wie die Studienfächer Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht, die Sebastian Puffpaff bis zum Abschluss studierte. Kurzerhand machte er aus der Not eine Tugend, nahm den Spöttern den Wind aus den Segeln und entschied sich, mit seinem besonderen Namen in die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn man seinen Nachnamen schon auf Schwarzpulverhändler aus der Hanse zurückführen kann, wieso dann nicht gleich auf die Bühne gehen? Gesagt, getan. Puffpaff startete mit zwei Gleichgesinnten im Trio das Bundeskabarett durch, war im Fernsehen unter anderem bei den Mitternachtsspitzen, Nightwash oder bei Nur im Ersten zu sehen und mauserte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem echten Kabarettjuwel. Kein Wunder, dass Sebastian Puffpaff sich bald Comedy-Spuren in Form von Auszeichnungen verdiente. Der Publikumspreis beim Prix Pantheon 2010 sollte nur der Anfang sein. Sebastian Puffpaff gehört seit Februar 2015 zum Inventar der Heute-Show im ZDF und hat darüber hinaus mit Puffpaffs Happy Hour bei Dreisat seine eigene Sendung. Darüber hinaus erprobt sich Sebastian Puffpaff auch in anderen Disziplinen. Improvisationstheater und Regie sind für den heute in Bad Honnef wohnhaften Künstler willkommene Spielwiesen neben seiner Kabarettkarriere. Abseits von Deutschlands Kabarettbühnen pflegt Sebastian Puffpaff ein recht durchschnittliches Leben als Familienvater. Der Kabarettist ist mit seiner Ehefrau Julia verheiratet, die als Ärztin arbeitet und nach der Hochzeit den Nachnamen ihres Mannes annahm. Inzwischen gehören zwei Kinder zur Familie von Sebastian Puffpaff. Töchterchen Josephine Julia erblickte im September 2011 das Licht der Welt.